spaziert. Ach, sag's euch, mit dem Licht. Deswegen arbeite ich auch immer vormittags am liebsten, weil da habe ich einfach das schöne Licht von der Morgensonne. Und ja, eine Roomtour. Ich habe da noch einen Arbeitsplatz eingerichtet, habe mir Stauraum gerichtet. Dann habe ich für die Frieda einen Platz und eine kleine Teeküche. Einfach nur mit Wasser, also nichts Großartiges. Ich habe da auch noch Platz für meine Puppen, für mich auch. Natürlich, muss mir auch irgendwo anschauen. In dem Fall darf ich euch mein letztes Projekt zeigen, ein Body nach eigenen Maßen. Müsst ihr ein Video zurückspringen, da habe ich euch gezeigt, wie man sowas nähen kann und wie ihr das für euch nähen könnt. Dann habe ich einen riesigen Zuschneidetisch. Auf den gehen wir gleich nochmal genauer ein. Und noch einmal einen kleinen Spiegel. Und einen Bügelladen. Das ist halt auch voll lässig. Eine riesige Backschrankwand. Da kann man würde ich gerne alles in Spiegel machen. Das würde den Raum so viel größer machen. Schaut sicher voll lässig aus. Dann habe ich einen Nähtisch, wo ich meine Nähmaschinen stehen lassen kann. Früher, zu Zeiten von Nähkursen, habe ich da und da jemanden sitzen gehabt und die Overlock hat dann jeder benutzen dürfen, so wie er es braucht hat. Dann ganz, ganz wichtig, werde ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, ist ein Rollwagen. Genau, somit ein Rundumblick und jetzt zeige ich euch noch meine Favorites, die ich jedem empfehlen könnte nachzumachen. Also Nummer 1, ich finde die Nähmaschine gehört ganz zentral positioniert. Ich drehe mich um, bin quasi am Zuschneiden, drehe mich um, kann bügeln. Also muss ich ganz ehrlich sagen, welche die immer so machen, das nehme ich da zum Filmen meistens, ist so ein Stativ. Auf jeden Fall, das ist das Rollwagen und somit kann ich immer alles zentral mich bewegen. Also kann ich nur empfehlen, dass man nicht immer rundherum gehen muss. Oder so. Ich meine, es ist natürlich ein Platzproblem, aber für alle, die sich vielleicht einen Nähraum einrichten, das ist Weltklasse. Früher habe ich gerne noch da genäht, aber es hat sich einfach bewährt wie in einer Küche. Man will auch bei einem Herd nebenan alles greifbar haben, man will sie nur umdrehen für die Schüsseln und das Messer griffbereit haben und nicht ewig lange Wege haben. Nummer 2, das ist ein Rollwagen vom IKEA. Das habe ich jetzt wirklich, wie ich schon eingezogen bin. In dieser Farbe gibt es das gar nicht mehr. Aber gut, es gibt es trotzdem in anderen Farben. Das ist ein Küchenwagen. Und da habe ich einfach alles drinnen. Von Stiften, Lineal. Das, was ich am meisten brauche, ist da oben. Ich habe sogar mal zusammengekramt vor ein paar Wochen. Da habe ich meine Nadeln, meine Maßbänder, meine Gewichter, Rollschneider, Schneiderkreide, Schrägbandformer, Spitzer, dann Nähfingerhüte. Ihr seht, ich habe alles da, alles, was man braucht. Wirklich, ich brauche es immer. Da habe ich mein ganzes Nähzubehör. Ich brauche immer wieder so ein Brillenputztuch, habe ich auch da eine Handcreme. Ja, ihr seht, das und unten habe ich Sachen, die man vielleicht nicht so oft braucht, aber trotzdem, ja. Kann ich nur empfehlen, sich sowas zuzulegen, auch für ein kleineres Nähatelier, weil mit dem kann man überall hinfahren und es ist nie vom Weg, weil man schiebt es halt einfach dann weg. Falls jemand einen Platz hat für einen Zuschneidetisch, der ist vom IKEA. Was ich das Beste finde an dem ist, dass er ganz viel Stauraum hat. Also habe ich mir einfach ganz normale Laden gemacht. Ich habe da meine großen Lineale drinnen und genau, da zeige ich euch nicht eine, das sind alles Stoffmuster, die ich noch habe von diversen Händlern und so und Produzenten. Hier habe ich meine Nähseile drinnen. Okay, das ist einmal so ein bisschen leer, man glaubt es nicht, ich habe nicht einmal so viele Sachen. Oh mein Gott, da habe ich 1000 Sachen drin. Ich mache schnell wieder zu. Oh mein Gott, ich glaube, es will keiner sehen, was ich da überall drin habe. Ja, ich habe da teilweise drinnen, das habe ich jetzt letztens aufgerissen, ich habe da drinnen alte Sachen, 1000 Sachen. Bitte, warum hat man 1000 Sachen irgendwann einmal beim Nähen? Aber es ist so, gell?
Irgendwo braucht man den Stauraum. Entweder man gibt es her, aber die alten Sachen weiß ich gar nicht, ob ich hergehen soll oder kann oder wer das nimmt. Lustigerweise habe ich jetzt von einer Freundin, die Tochter, die fängt ein bisschen so zum Nähen an und da vielleicht ist für sie was dabei. Schauen wir mal. Ich halte es einmal auf, Platz habe ich, aber da kann ich nur ganz gut empfehlen, dieser Zuschneidetisch ist goldeswert. Ich habe echt viel Sachen und der ist 1,80 Meter lang, also so Standardlänge von diesen Platten. 1,80 Meter, dann hat es 60 Tiefe und noch einmal 60, also 1,20 Meter Breite. Das sind einfach zwei Küchenplatten, also einmal Küche da und einmal so Stirn an Stirn gestellt. Und nicht einmal die Kasteln sind alle voll. So viel dazu, gell? Also da kriegt es echt viel unter. Und Kasteln habe ich nicht bis ans Ende, weil man gedacht hat, das lockert den Raum so schön auf, wenn das Kasteln nicht bis so ans Ende geht. Und jetzt habe ich da ganz normale so, wie nennt man das? Also eigentlich sind das Wäschekörbe. Ich finde das bei Ikea und bei den Wäschekörben, da habe ich halt jetzt Mülleimer gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Dann in meiner Meisterschulzeit haben wir so viele Wollstoffe, die man ganz gut, das sollte man nicht waschen, solche Wollstoffe, so Walke und Loden und so, die tut man nicht waschen, die tut man einfach ganz gut dampfen, bevor man es näht. Und jetzt sage ich euch einmal was, wie geil ist das bitte? Das, da sammelt sich das Wasser, wenn man ganz viel bügelt. Und es funktioniert echt gut. Also so 10 Minuten dampfen, steht das Wasser da drinnen. Wollte eigentlich nur sagen, Anfang der Zeit von meiner Meisterausbildung, habe ich immer Handtücher untergelegt. Weil das fängt wirklich dann irgendwann zu tropfen an. Und wenn ihr irgendwann einmal draufkommt, wie super das ist, viel zu dampfen beim Bügeln, dann denkt mal an mich zurück und besorgt euch vielleicht auch einmal so einen Bügelladen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den gekauft habe. Bitte, da müsst ihr einfach dann schauen. Da ist die Marke oben. Schaut einmal, gell? Und natürlich eine Dampfbügelstation. Ist auch goldeswert. Allein wenn ihr Hemden bügelt von eurem Mann oder Blusen bügelt. Ich meine, wie kann man ohne Dampfbügelstation? Ich weiß nicht einmal, ob das so ein super Tipp ist, aber ich will das nicht missen. Aber ich nehme es einmal mit auf, falls das jemand noch nicht hat, dass er vielleicht einmal drüber nachdenkt, dass er sich sowas zulegt. Da habe ich ein offenes Regal. Gell? Früher habe ich ganz viel offen gehabt. In dem Fall ist offen nicht schlecht, weil da muss ich fast täglich, vielleicht nicht, aber mehrmals in der Woche dazu. Und das sind diese Schnitte, die ich verkaufe. Und das ist okay für mich. Aber ich habe auch Stoffe offen gelagert. Das würde ich nie mehr machen. Viel zu viel Staub. Ich würde es nie mehr in so offenen Sachen, offenen Regalen lagern. Ich würde immer geschlossene Kästen machen. Also das ist ein super, super, super wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben will, falls ihr euch einmal sowas einrichtet. Also genau, das wollte ich nur noch mit aufnehmen. Und weil ich die Puppen gerade sehe, Schneiderpuppen sind halt natürlich nicht unbedingt notwendig. Gell? Aber wenn ihr zum Beispiel Dessous näht, dann macht es natürlich Sinn, wenn ihr euch einmal Puppe zulegt, die so Bein hat. Und einen ausgearbeiteten Busen hat. Macht halt super viel Sinn, gell? Das wollte ich euch nur sagen. Falls ihr dazu mal mehr sehen wollt, ich habe mir erst vor kurzem eine maßgeschneiderte Puppe zugelegt. Man sieht es da vielleicht ein bisschen. Man sieht es nicht wirklich perfekt, aber diese Schneiderpuppe hat genau meine Maße. So, das ist mein Büroarbeitsplatz. Ist für euch vermutlich nicht so notwendig, wenn ihr nicht selbstständig seid, aber oft ist so, dass der Stefan da sitzt und irgendwas macht. Ihr wisst ja, irgendwas hat man oft zum Drucken, zum Schauen oder irgendwas. Wir haben dann noch ein Bildschirm dazu gestellt. Seitdem ich keine Nähkurse mehr im Atelier gebe, haben wir auch genug Platz dafür. Und der Stefan macht irgendwas und ich tue nähen. Also das tun wir ganz oft kombinieren. Die Frieda sitzt da, das sind meine Magic Moments mit meiner Familie, wo ich dann auch ein bisschen was nähen kann. Und dahinter, das ist auch neu, das habe ich erst gemacht, seitdem ich von meinem Atelier in der Stadt wieder hierher gezogen bin, wie ich meine Nähpakete aufgehört habe, im Shop zu vertreiben. Jetzt habe ich alles solche
IKEA-Boxen besorgt und lagere alles in diesen IKEA-Boxen. Und ich habe es recht gut sortiert, dass ich sagen kann, okay, da sind Mantel-Winterstoffe, da habe ich Mantelstoffe, da habe ich so Jerseys und Dirndlstoffe. Ja, ich habe das recht gut sortiert. Ich weiß ungefähr, wo was drinnen ist und kann das ganz gut raussuchen. Also kann ich nur empfehlen, das in solchen Boxen zu geben, dass man auch geschlossen ist. Halleluja, es staubt ja immer so für, oder? Ich meine, das ist einfach so, beim Nähen staubt es. Und das sollte so gut wie möglich alles geschlossen sein. Ich würde euch gerne noch einen guten Tipp geben können, was die Stühle anbelangt, aber vermutlich hat da jeder seine eigenen Vorlieben. Ich nähe zurzeit einfach auf einen ganz normalen IKEA-Stuhl. Ich habe so meine Nähroutine noch nicht so gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nähe keine 8 Stunden durch. Ich nähe immer nur so 2-3 Stunden und dann gehe ich wieder weg und das nicht einmal täglich. Und da reicht mir das. Und ich mache auch Ausgleichssport, Yoga und so, dass ich da nicht so viel Kreuz wegkriege. Aber ich würde mir an eurer Stelle schon Gedanken machen. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren unten Tipps, ob ihr oder wenn ihr gute Erfahrungen mit einem gewissen Stuhl gemacht habt. Vielleicht ist jemand dabei von euch, der da gerne runterscrollen würde und mal schauen, was ihr so an Sesseln habt. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ich merke dann schon oft, dass ich verspannt bin und es kommt sicher vom Nähen und weil ich mir einfach noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe. Vielleicht kann mir jemand von euch inspirieren, mir eine gute Sitzgelegenheit zu besorgen. Also gern um eure Kommentare. So, ein Blick nach oben. Das Licht. Ich glaube, das vernachlässigt man ganz gern. Welches Licht kann man da machen und was macht Sinn? Ich habe da sehr viele Erfahrungen jetzt machen dürfen. Also früher mal habe ich ganz normale Deckenlampen gehabt, die man da jetzt nicht sieht. Aber so in der Wohnung damals, wie wir noch einen kleineren Platz gehabt haben. Und ich habe mir jetzt solche Tageslichtlampen zugelegt in so einer Stromschiene. Da kann man auch solche Lichter drauf machen. Das, ganz ehrlich, kann ich nicht empfehlen. Das schaut aus wie in einem Schaufenster, oder? Oder wie in so einem Filmstudio. Das macht ganz punktuell Licht und wirft beim Nähen ganz viel Schatten von den eigenen Fingern. Das ist wirklich nur dekorativ. Bin ja erst im Nachhinein draufgekommen, wo man irgendwas zum Beispiel beleuchten kann. Gell? Die Lampen hier, das sind Tageslichtlampen. Ja, waren gar nicht billig und die habe ich im Internet nirgends mehr gefunden, sondern nur in einem Fachgeschäft. Ganz ehrlich, das zahlt sich aus, weil die wissen, wovon sie sprechen. Da würde ich auf jeden Fall irgendwo in eurer Nähe mal hinschauen und euch beraten lassen. Ich habe das genau über den Nähbereich und eine über den Zuschneidetisch. Und eigentlich wäre auch hier eine schön gewesen über unseren Arbeitsplatz. Ja, ich habe mir jetzt aber keine eigene gekauft. Ich habe mir da jetzt so eine gekauft. Die haben im Internet nachbestellt, ein bisschen günstiger. Ja, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Es ist okay, ich nähe hier nicht. Also, aber macht euch da vielleicht ein bisschen an den Gedanken, dass euer Licht euch keine Schatten wirft. Genau. Und noch was. Wenn ihr euch wirklich einen eigenen Raum einmal macht, dann kann ich euch nur empfehlen, eine Bodendose zu machen. So, jetzt mache ich die jetzt nicht auf. Das macht wirklich Sinn, damit man nicht die Kabeln ganz durch den Raum ziehen muss. Gell? Mache einfach eine Bodendose. Eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich die Bodendose weiter da reinmachen können. Solche Sachen machen halt natürlich nur richtig viel Sinn, wenn man weiß, wo man die Tische hinstellt. Und wir haben eigentlich gedacht, dass wir den ja, ein bisschen weiter unten haben. Ja, wurscht. Es ist jetzt so, es stört jetzt nicht. Das kann man eigentlich ganz gut zumachen da. Und drüber steigen, aber hätte ein bisschen weiter drinnen sein können, aber immer besser, als die Kabel irgendwo im Raum zu verteilen. So, jetzt sage ich euch noch ein bisschen was vom Innenleben. Ich habe halt ganz gern zum Beispiel solche Fächer, solche Innenladen. Ganz ehrlich, ihr wollt das gar nicht alles sehen. Ich bin da teilweise wirklich unordentlich, aber ich weiß, wo es ungefähr ist. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht unbedingt, ich lebe nicht wirklich von der Dekoration, sondern es ist recht alles praktisch da. Alles, was dekorativ ist, finde ich, ist meine schwarze Wand. Die war früher weiß und ich habe zum Stefan gesagt,
irgendwas fehlt dem Raum, irgendwas, was nicht so erwartet ist. Und dann habe ich gedacht, die machen wir es einmal schwarz. Und ich finde, es ist voll gelungen und der Raum da, ich habe so ein paar Kleinigkeiten mit eingebaut, mein Fliesenboden, wo ich, ja, was ein bisschen zeitlos ist und trotzdem ein bisschen einen Pep hat. Und ja, genau, mein Atelier. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Schreibt mir gern, wie schon gesagt, Kommentar, ob ihr so einen Stuhl habt, der mega lässig ist, den ich mir zulegen könnte. Oder genau, und für jeden, den es interessiert, kann da bei den Kommentaren ein bisschen und runter scrollen. Und lasst mir gern auch ein liebes Kommentar da, wenn einfach so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich wünsche euch was. Und abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt.